Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und es gibt wieder eine Rezension von mir, passend zum Monat Oktober, der unter dem Hashtag ReadMoreScaryBooks steht, habe ich heute für euch einen Horrorroman, den ich gelesen habe, nämlich Graham Masterton, das Atmen der Bestie. Habe ich jetzt aktuell vor einer halben Stunde, glaube ich, beendet ungefähr. Und ich drehe die Rezension jetzt zum zweiten Mal, weil mir die erste nicht gefallen hat. Wie gesagt, das Atmen der Bestie von Graham Masterton erschienen im Festa Verlag und kostet neu 12,80 €. Und es umfasst 249 Seiten. Das Buch erzählt uns die Geschichte von einem jungen Mann, der beim Gesundheitsamt arbeitet und unter einem normalen Arbeitstag Besuch bekommt von einem älteren Herrn namens Seymour Willis. Dieser behauptet inständig, dass sein Haus atmet. Und unser Protagonist, es wurde irgendwie kein Name genannt. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wie der heißt oder ob da überhaupt ein Name gefallen ist für unseren Protagonisten. Glaubt ihm auf jeden Fall das nicht und sucht nach natürlichen Gründen dafür, zum Beispiel Zugluft durch den Kamin oder eine Fallströmung oder irgendein Tier, das vielleicht im Kamin feststeckt, das atmet oder sonstiges. Und er hält ihn dann auch irgendwie dafür für psychisch irgendwie krank, dass er vielleicht sein eigenes Atmen hört oder sonstiges. Und glaubt ihm auf jeden Fall nicht, was er da erzählt. Aber der Herr Willis beruht darauf, dass sein Haus atmet und dass es nicht nur normal atmet, sondern so atmet wie ein Hund im Sommer. So steht es da hinten dran, kann ich mal kurz vorlesen. Es atmet, das ist alles. Wie ein Hund an einem heißen Tag. Es keucht und keucht, die ganze Nacht lang. Und manchmal keucht es sogar am Tag. Also es atmet nicht nur normal, es keucht sogar fast. Herr Willis bekommt dann unseren Protagonisten dazu, dass er nach der Arbeit noch bei ihm vorbeikommt und sich das Ganze selbst ansieht. Unser Protagonist, ich nenne jetzt einfach unser Protagonist, weil ich keinen Namen weiß, tut mir leid, fragt dann noch einen Kollegen, ob er mitgehen will und sich das mit ansehen will, ohne vorher zu wissen, was wirklich dann passiert. Weil es sich schnell herausstellt, dass das Haus nicht ganz normal ist. Es ist ein ziemlich altes Haus, ein ziemlich, ich sag mal, verfallenes Haus, das unbedingt renovierbedürftig wäre. Und sie kommen dann zu unserem Herrn Willis und schauen sich die ganze Sache an. Zuerst passiert nichts, bis es dann so kurz, bis es dann etwas später wurde, so ich glaube, es war so kurz vor Mitternacht oder so, keine Ahnung, passiert eine Explosion. Eine leichte Explosion, also keine heftige, sondern eine leichte Explosion, die den Kollegen von unserem Protagonisten schwer verletzte und dieser somit ins Krankenhaus kommt. Und nach diesem Tag bemerkt Herr Willis, dass das Atmen vorbei ist. Es ist einfach weg. Das Atmen hat aufgehört, es ist weg. Und als unser Protagonist seinen Kollegen Dan, er heißt Dan Meschen oder Mischen, irgendwie so, im Krankenhaus besucht, erfährt er von dem Arzt, dass er Asthma hätte, also der Arzt vermutet, dass er Asthma hat, aber unser Protagonist weiß, dass er kein Asthma hat. Und er stellt dann fest, dass das Atmen von seinem Kollegen sich total verändert hat. Nämlich atmet er jetzt genauso wie das Atmen, das sie gestern Nacht gehört haben. Quasi das Atmen ist auf seinen Kollegen übergegangen. Er liegt dann im Kummer und er wacht nicht mehr so schnell. Und mit diesem Szenario beginnt die ganze Geschichte erst fort aufzunehmen. Und mehr will ich dazu auch eigentlich nicht mehr verraten. Das ist so die Anfangsstory und eigentlich auf das, was die ganze Geschichte dann aufbaut. Das war es eigentlich, was ich zu der Geschichte sagen kann. Mehr steht nämlich im Klappentext hinten zum Beispiel auch nicht. Und mir steht auch irgendwo innen nicht, was einem spoilern könnte und deswegen sage ich auch nicht mehr dazu. Das ist so die Grundstory. Dann komme ich auch eigentlich schon zu meiner eigenen Meinung. Wie gesagt, ich habe das Buch jetzt, glaube ich, vor einer Stunde, 30 Minuten oder einer Stunde ungefähr beendet. Und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr geniales Buch. Es ist ein Geisterbuch, eine Geistergeschichte oder Dämongeschichte, irgendwie so Übernatürliches auf jeden Fall, was nach meinem Geschmack geschrieben ist. Es ist eine Geistergruselgeschichte oder, ja, so eine, ich sag mal, Geistergruselgeschichte, Horrorroman, nach meinem Geschmack.
Er ist bestialisch, er ist gruselig, er ist schockend, er ist einfach nur brutal. Was auch am Verlag fester Verlag schon festzumachen ist eigentlich. Und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Die Spannung baut sich wirklich auf diese eine Situation am Anfang direkt immer weiter auf. Es wird von Seite zu Seite zu Seite immer spannender, brutaler, bestialischer und, ich sag mal, dämonischer. Und auf jeden Fall geniale Geschichte, geniale Umsetzung. Und ich glaube, dass der Autor ist wirklich, da steckt sehr, sehr viel da steckt sehr, sehr viel Recherchearbeit dahinter. Und man merkt einfach, welche Leidenschaft der Autor in diese Geschichte eingebracht hat. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr geniale Geschichte. Auch der Schreibstil des Autors war flüssig und eigentlich durchgehend spannend. Die Schriftart ist auch einigermaßen angenehm groß, also man kann es eigentlich schnell lesen, es lässt sich schnell lesen und auf jeden Fall ist es sehr, sehr spannend, aber ich muss dazu sagen, es ist nicht leicht. Es ist ein Horrorroman und ich kann den ab vielleicht ab 16, 17 empfehlen, also ich würde es jetzt nicht als Ü18 bezeichnen, dafür war es dann doch etwas, in Anführungszeichen, etwas leichter, sage ich mal. Aber es ist auf jeden Fall nichts für zart Beseitete, weil es doch ziemlich brutale Stellen enthält. Und wie in fast jedem Buch gibt es auch hier eine ganz, ganz kleine Liebesgeschichte. Die steht aber nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht wirklich die Geschichte um den Dämon Coyote. Der Dämon heißt Coyote. Und die Geschichte spielt sich einfach eigentlich nur um diesen Dämon. Liebesgeschichte steht nur ganz leicht im Hintergrund. Also sie ist vorhanden, aber sie spielt eigentlich keine aktive Rolle in dem Buch. Auf jeden Fall sehr, sehr gutes Buch. Ich bin mir unsicher mit der Sternebewertung. Ich werde diesem Buch keine 5 Sterne geben. Ich weiß nicht wieso. Ich kann das selbst nicht beurteilen. Aber es war jetzt für mich kein 5-Sterne-Buch. Es ist ein... Ich gebe dem Buch 4 Sterne jetzt letztendlich. Ich habe wirklich keinen Kritikpunkt, aber ich bin auch nicht bereit, dafür 5 Sterne zu geben. Oder ich habe das nicht so. Es fühlt sich nicht nach 5-Sterne-Buch an. Das meinte ich. Es fühlt sich nicht nach 5-Sterne-Buch an. Deswegen gebe ich dem Buch auch 4 Sterne, wobei das immer noch richtig gut ist. Und ich kann das Buch wirklich jedem Horrorfan, Geisterfan, Dämonenfan, fester Fan empfehlen, der solche Bücher gerne liest, kann ich das jedem auf jeden Fall empfehlen. Aber wie gesagt, es ist keine einfache Kost, wie auch das Cover vielleicht schon vermuten lässt. Es ist sehr, sehr düster gehalten und einfach nur gruselig, unheimlich, bestialisch, brutal, einfach alles. Kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Und ja, das war's eigentlich schon mit der Rezension. Habt ihr das Buch schon gelesen? Wenn ja, dann schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wie fandet ihr es? Würdet ihr es besser, in Anführungszeichen, besser bewerten als ich? Habt ihr dem 5 Sterne gegeben vielleicht? Oder vielleicht noch schlechter? Vielleicht war es nicht ganz so euers. Es war das erste Buch, das ich von Graham Masterton gelesen habe. Und ich will auf jeden Fall noch mehr lesen, weil er soll ja noch mehr so Bücher haben mit Geistergeschichten. Ich habe, glaube ich, kein anderes mehr hier von ihm. Auf jeden Fall war das sehr, sehr genial, das Buch. Hat mich sehr, sehr gut unterhalten, sehr, sehr gegruselt und geschockt. Auf jeden Fall. Und auch teilweise ziemlich, in Anführungszeichen, angeekelt. Oder irgendwie so. Ja, keine Ahnung, irgendwie so. Auf jeden Fall bin ich jetzt durch mit einer Rezension. Ihr könnt mir alle Meinungen in die Kommentare schreiben, wie immer. Und ansonsten könnt ihr da oben bei dem kleinen i, da oben, da, wo das Licht ist, meine 2 letzten Videos schauen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten sage ich jetzt nur noch Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und es umfasst 200.